Dann der Wurf. Das sieht auch Oh, gut welch Wunder. aus. Ja, Schaden. Das ist aber auch. Ist das Hesinder Schaden? Never mind. Okay. Das ist normaler. Ja, du würfelst den. Du schmeißt ihm den Dolch. Bleibt wohl im flammenden Auge stecken. Und das scheint ihn so gar nicht zu interessieren. Also, er braucht keine Augen. Er ist ein Dämon. Dann packe ich mein Schwert wieder fester und warte. Der blutige Neb hat einen Pfeil nachgezogen und zielt. Wie ist die Verfällt meine Kampfrunde? Aktion eigentlich? Warte mal, ich hatte ja noch eine Aktion übrig. Durch das Hinstürzen verfällt diese. Ach so, stimmt. Du bist jetzt von der 16 auf die 6 Ja. durch den Patzer. Nach einem Patzer kann man erstmal in der Kampfrunde nichts Du mehr musst machen. so Alle oder so Aktionen eine, verfallen. genau, Auch freie Aktion-Position. Aktion. Ja, du musst eine Aktion-Position machen. Was willst du denn sagen? Ne, ich will gar nichts sagen. Ich wollte wissen, ob ich mit einer Körperbeherrschung dann in einer freien Aktion aufstehen konnte oder ob das die Aktion-Position war. Ist einfach ein Sturz, ne? Ja. Jetzt liegend. Ach, siehst du Aktion mal. Position ist trotzdem richtig. Ja, Aktion Position, aber dann nicht mehr in dieser kommt. Ja, doch, du hast noch eine Aktion, hast du noch. Oder? Patzer? Nee, verfällt. Nächste Nee, lassen wir Kampfrunde, du sein. bist Lassen dran. wir sein. Ja, Möchtest du aufstehen? dann aufstehen. Brauche ich Körperbeherrschung für eine Ja, warte, Aktion? ich überlege, ob ich vorziehe mit den Schädeln. Ich würde gern zweimal parieren. Ja, warte, ich überlege, ob ich vorziehe. Ich auch. Nee, ich ziehe nicht vor. Du darfst aufstehen. Ja, entweder zwei Aktionen oder du würfelst eine Körperbeherrschungsprobe. Dann kannst du es auch in einer machen. Sieht gelungen aus. Erschwernisse sind dir egal. Du stehst wieder auf. Nächste Aktion. Gehe ich in Formation. Gut, dann 13. Ja, ich möchte wieder zweimal parieren, wenn nötig, auch für meine Kameraden. Ja, du kannst nur parieren Askrim, Ado und Rafim. Und natürlich auch den blutigen Neb. Ja, das ist doch eine gute Sache. Ja, gut. 14, Askrim. Ich schließe mich der Formation an und würde ebenfalls zweimal parieren. Ja. Hast du Formation? Ja, natürlich. 5, ja, okay, was war ich auch bei Torvar, dann sollte man das haben. 15, Travigor. Genau das gleiche. Auch Information. Ado, 17. Abwarten und dann draufhauen. Das heißt, du möchtest keine weiteren Dolche mehr benutzen? Nee, das lohnt sich nicht. Gut, ich ziehe mal den blutigen Neb vor, der schießt als erstes auf Kroborim. Hat er wie gesagt gezielt, hat natürlich die gleichen Erschwernisse und trifft nicht mit der 18. Das heißt, niemand möchte ein Chippy ausgeben. 1, 2, 3. Nein, Nö. ist ein NPC. Nein. Braucht keiner. Nicht für den Fall. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Schädel auf Travigo. Ado hat Angst. Ado steht da so im Pulk drin. Das macht keinen Spaß. Da können die anderen so gut parieren. Eins, zwei, Ich möchte meinen Schritt vorziehen, damit ich für ihn parieren kann, damit ich dann neben Ja, ihm stehe. darfst du. Da brauchen wir ja eh nur drei von den Schädeln. Ja, wir fangen an mit der 2. Möchte die jemand parieren? Eins, zwei. Ich würde gern parieren, Dann ja. parierst du die 2? Ja. Hier ist schon mal die Parade. Also mein Schaden, mein theoretischer Schaden. Wieder plus 4. Meisterparade, ja. Ja. Ja, gelungen. Du hast eine 4er Erleichterung auf deine nächste Aktion. Dann kommt die Genau. 13. Die 13 würde treffen. Ich möchte denn jemand. Die würde ich dann gerne parieren. Ja. Ist dann nicht mehr Umgewandelt ist erschwert. eine plus 4. Gelungen. Gelungen. Ja, Jetzt wird es das wären unangenehm. die sagenhaften 3 Schaden, die du bekommen hättest. Nach der 13 kommt die 16. Trifft nicht, fliegt dran vorbei. Möchte jemand parieren? Ja, ich würde die nächsten drei einfach nehmen. Ja. Darf ich für die, die ich pariert habe, Schaden würfeln? Ja, darfst du Oh, ich machen. treffe nur einen davon. Die anderen treffe ich nicht. Du hattest die. Einmal Also ich sechs. hab eh ins Leere, die Leeren pariert, also die nicht getroffen hätten. Ja, Einmal dann 5, also ziehe ich 4 für plus. die 17 ziehe ich einmal einen ab. Dann ist die 12. 12 wird notiert. Hattest du noch einen zweiten getroffen, Rafim? Nee, ich habe einen getroffen. Einen getroffen. Gut. Ja, dann können die anderen restlichen dran vorbeifliegen oder mit Schilden davor halten. Passiert halt relativ wenig. Also Askrims Schild ist natürlich ziemlich hilfreich, aber das Problem ist, dass er dadurch keinen Schaden macht. Dann geht's in die nächste Kampfrunde.
Kann ich davor noch meine verfallenden Aktionen nutzen, um Corian zu holen, dass er zu uns kommen soll? Wem möchtest du das sagen? Corian? Ja. Kannst du sagen, ja klar. Ich hab noch zwei freie Aktionen, oder? Aber die habe ich noch nicht benutzt, dann zwei freie Aktionen. Nee, brauchst sogar noch eine. So, fertig. Ja, gut. Alles klar, stehst also auch drin. So. Okay, ja, die Kroboriemen können weiter mit Sturzflugangriffen anfliegen. Ihr könnt die irgendwann wegparieren, wenn ihr in Formation steht. Ihr könnt erkennen, dass sie definitiv sich nicht auf einen fairen Kampf spezialisiert haben, sondern vor allem dann schwächere Gegner angreifen, außenstehende Gegner. Also es läuft hier einfach nach unfairen Maßstäben ab. Und gerade wenn ihr dann auch die Leiche von dem Trollzacker vor euch erkennt, der vor wenigen Augenblicken noch seinen eigenen Freund umgebracht hat, damit er diese Globule betreten durfte, konnte und euch diesen Eingang geöffnet hat. Selbst ihn haben sie zerrissen in einer Überzahl. 15 Kroboriemen, die nach und nach unter euren Schlägen vergehen und dem letzten Pfeil vom blutigen Neb. Dann ist der Kampf beendet und ihr blickt das Schlachtfeld und die restliche Globule an. Die stinkt von Blut und Menschenfleisch. Was waren das für Köpfe? Dämonen? Ich denke, das waren mindere Dämonen. Ja, richtig. Wir sollten vielleicht Deckung suchen, bevor hier noch welche kommen. Nein, wir sollten tatsächlich das Herz der Globule suchen. Sagt einmal, Herr Neb, wo, wenn ihr euch jetzt umschaut, würdet ihr euch am unwohlsten fühlen? Das gleiche gilt natürlich auch für die Herren Rafim und Corian. Ich guck mal nochmal auf die Hand. Macht dieses Zeichen irgendwas? Nein. Das Zeichen hat sich eingebrannt. Du kannst neun Zacken weiterhin erkennen. Es gibt aber immer nur noch einen Ring, dass du die zweite und die dritte Prüfung nicht abgelegt hast, sondern nur als Waffenträger hier drin bist. Aber ihr könnt euch trotzdem, unabhängig von eurem Zeichen auf der Hand, könnt ihr euch umblicken und könnt neben dem verschiedenen Heulen die Wolken erkennen, wenn es Wolken sind. Sie haben zumindest die Farbe von Knochen und fließen viel zu schnell. Ob es irgendwie regnet, glaubt nicht, aber ihr schaut euch nochmal die Bäche aus Blut und dem brennenden Pech um euch herum an, die Felsen, die von uralten Generationen hier gebaut worden sind und in der Entfernung einen riesigen Turm. Ich sammle mal meinen Wurfdolch auf und gehe dann den Trollzacker plündern. Ich würde mir gerne ein Fell wachsen lassen. Asgrim, du rufst deine Drodun an. Genau. Naturgon. Genau, und ich habe jetzt für eine halbe Stunde ein Fell auf. Beschreib doch bitte, was du tust. Dein Ritual, das du wirkst. Ich decke meine Waffen weg nach dem Kampf und fange an, mir über Beine, Arme, Brust zu streichen, die langen, verfilzten Haare einmal zusammenzubinden zu einem Zopf, um es dann wieder aufzuschütteln. Und mit dieser Bewegung wächst dann auf dem ganzen Körper ein dichtes, dunkles Fell, dunkelbraun-schwarz, so wie meine Haarfarbe eben. Ich muss sagen, ihr habt alle vortrefflich gekämpft. Sehr gute Arbeit, Rafim. Ich habe noch nie einen so kämpfen sehen. Was ist mit ihm? Ist er besessen? Das ist ja... Ist das Fell? Ja. Ich bin einem Tiergeist sehr nahe. Wurde von ihm als Kind auserwählt. Ihr würdet es Magie nennen. Bin ihm einfach sehr nah und ich habe ihn jetzt gebeten um seine Hilfe, dass er mir zur Seite steht. Und er hat mir sein Fell geborgt. Faszinierend. Ihr könnt derweil erkennen, wie sich eine weitere Gestalt aus der Luft heranhebt, auf ledernen Schwingen mit einem riesigen gepanzerten Skorpionschwanz und einem Löwenfell, der da auf euch zukommt. Unsagbar schnell. Ein Manticore, das heilige Tier. Da kommt ein zweites Unwesen. Wir sollten in Formation gehen. Ich bin verwirrt. Ich stelle mich hier wieder ein bisschen kampfbereit und hoffentlich ein bisschen zu Atem gekommen, wieder schützend vor die Hellsinnige weiter.
Wo das Tier herkommt, muss wohl das Herz sein. Ist ein Manticore. Naja, es sieht zumindest wie einer aus. Was tut der Manticore denn? Ihr könnt sehen, wie er jetzt wohl in einer Entfernung von grob 5 Metern von euch zu landen beginnt, mit seinen 4 riesigen Tatzen dann auf dem Stein dann aufsetzte, noch die letzten paar Meter dann läuft, rennt, abbremst und sich dann vor dem Bluttümpel niederlässt, seine Fledermausschwingen einzieht und mit dem Stachel des Skorpion in eure Richtung deutet. Er dreht nur verachtenswert in seinen Kopf so ein bisschen in deine Richtung oder in eure Richtung und knurrt dann frisches Fleisch. Dann fängt er an, seinen Kopf abzusenken und trinkt aus dem blutigen Sumpf, aus dem blutigen Bach. Was ist das für ein hässliches Unwesen? Müssen wir es töten? Eine dämonische Bedrohung. Wir sollten uns nicht damit aufhalten. Wir sollten nach dem Herz suchen. Ich glaube, es könnte dieser Turm sein. Euer Gnaden, ich sag's nur sehr ungern, aber einen geflügelten Gegner zu ignorieren, ist ein bisschen schwierig. Hulu müssen ausgerottet werden. Warum sitzt der da nur? Vielleicht will er nur spielen? Er hat wohl mittlerweile fertig getrunken. Er schnappt da wohl noch nach irgendeinem Stück, was er da aus diesem Morast herausgezogen hat. Irgendein verstümmeltes Gliedmaß von irgendeiner Kreatur, ihr seid euch nicht ganz sicher, ob es humanoid war, schnappt er noch einmal zu, sodass es dann in beide Seiten spritzt und setzt sich dann auf seine Hinterbeine. Wie eine Katze leckt er sich dann so ein bisschen über seine Pfoten, über seinen Schnurrbart. Guckt euch dann an, verachtend. Ihr sucht nach Xurund, dem Blutthron. Wirklich? Ja? Dann geht zum Hörnerturm. Er deutet mit seinem Skorpionschwanz auf den riesigen Turm. Vorbei an den Inseln der Qualen, über das Kopfsteinpflaster der ehernen Schlacht, dem heilenden Quell, über die Pechbrücken zur Höllenlohe. Und dann erreicht ihr den Göttergesandten. Und das Herz. Viel Erfolg. Danke. Danke. Wie heißt ihr? Ich habe keinen Namen. So etwas braucht man hier nicht. Er wurde vor langer Zeit genannt und vor langer Zeit vergessen. Ich bin Äonenalt, aber Zeit spielt hier im Limbus keine Rolle. Wir sind immer ewig und niemals vergangen. Und ihr seid nur frisches Fleisch. Leckt sich wieder dabei über die Lippen und schaut dich begierig an. Das wollen wir einmal sehen. Kommt, wir wollen doch nicht weiter hier warten. Richtig, wir sollten gehen. Ja. Habt ihr irgendwas bei dem toten Trollzacker gefunden? Nein, nur ein großes Repertoire an Waffen. Hatte wohl ehemals Söldneruniformen an, die sind allerdings so sehr verdreckt, dass du nicht mehr genau erkennen kannst. Irgendwas aus der Partien, irgendwas von der schwarzen Sichel oder so, oder von den Trollzacken aus der Nähe von Rommel ist, aber was genau das ist, keine Ahnung. Okay. Suchst du irgendwas Bestimmtes? Nö. Irgendwas, was hilfreich ist, aber wenn der nichts hat, dann ist er blöd. Frage an die Gesindegeweihte: Welche Sprachen sprichst und schreibst du? Lass mich mal schauen. Es gibt eine reichhaltige Auswahl. Möchtest du erst Sprachen? Ich möchte vor allem Schriften. Alles klar. Altimperiale Zeichen. Altes Alani. Angri. Angram. Arkanil. Geheiligte Glyphen von Unau. Gimaril Glyphen. Hialdingsche Runen. Kusliker Zeichen. Nanduria. Rogolan. Trollische Raumbilderschrift. Tulamidia. Urtulamidia und Sayat. Also kein Selemia. Nein. Gut, dann hätten wir das so abkürzen können. Du siehst, wie unbekannte Glyphen und Runen auf den Felsen und auf den Ruinen vor euch aufleuchten und in einem unheiligen, farblosen Glimmen erwachen.
Mit jedem Schritt, den ihr über das Kopfsteinpflaster geht, schreitet, vergehen andere, steigen andere wieder auf und kündigen euch wohl an. Wenn ich sage Kopfsteinpflaster, es handelt sich dabei tatsächlich um Menschenschädel, die dann teilweise sogar nach euch schnappen. Rafim kann dann nochmal den Kiefer wegtreten, wenn ihm da irgendwas in den Bein gebissen hat oder versucht hat. Das ist auf alle Fälle ein extrem merkwürdige Szenerie. Nicht wirklich gefährlich, aber unglaublich irreal. Das ist alles nicht echt, oder? Sagt mir, dass das nicht echt ist, Mahira. Nun, im Moment ist es echt. Aber eigentlich nicht so ganz. Ihr solltet in den Kindergarten gehen und da Leute trösten. Mit diesen Aussagen. Was ist denn bitte ein Kindergarten? Ihr seid ganz schön albern. Können wir nun weitergehen? Richtig, Herr. Und wenn ihr darauf besteht. Wenn ihr dem Weg folgt, könnt ihr links und rechts neben euch irgendwann erkennen, wie es dort spitze Pfähle gibt und weitere grobe Riemen. Die leuchtenden Schädel, die hier allerdings zu ihrem dämonischen Unleben verurteilt, angenagelt worden sind und hier nur Licht spenden. Ich hoffe, wir finden dieses Herz so schnell wie möglich und kommen hier lebend wieder raus. Meine Güte, jetzt haltet an euch. Es ist doch noch gar nichts passiert. Was ist denn nicht passiert? Diese fliegenden Köpfe, diese Dämonen, dieses schreckliche Wesen da. Und keiner von uns sind wir alle noch am Leben. Dann können wir anfangen, geht es doch noch gut. Alles, was wir gewonnen haben, sind Erkenntnisse. Keine Wunden. Also keine schlimmen. Ich würde mal mit der Axt gegen eins dieser Lichter stupsen. Also, sie beschweren sich nicht, also natürlich, sie versuchen nach dir zu schnappen, wenn du mit der Axt zuhiebst, merkst du wohl, ja, es sind Kroborim, die Flammenschädel von Röhl, die sich genauso verhalten wie die anderen, aber so wie sie da wohl mit goldenen Nägeln hineingepflockt worden sind, können sie sich da wohl nicht lösen, auch wenn sie es so gerne wollten und dich umbringen würden. Dann hau ich mal einen kaputt. Ja, geht kaputt. Kannst den Flammenschädel spalten, das Licht geht aus. Nach einiger Zeit könnt ihr an weiteren Ruinen, an gepfählten oder aber an gevierteilten Wesen vorbeischreiten. Nicht nur Menschen, sondern auch Elfen und Zwerge, die ihr erkennen könnt. Denen dann die Eingeweide herausgeplatzt sind, die dann teilweise auch, nachdem sie gefehlt worden sind, also ihr Kopf mit unglaublicher Brutalität durch einen spitzen Pfahl getrieben wurde, sie hängen dort in den Ruinen, weitere Selemia-Ruhen, die nachglosen, aber sie sind nicht tot. Sie leben, obwohl sie gevierteilt sind und obwohl ihre Eingeweide heraushängen und obwohl sie mit diesen Schmerzen viermal gestorben wären. Wir müssen ihnen helfen. Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Ich finde das Herz. Ich muss da zustimmen. Geholfen. Bitte? Bei den Göttern zumindest versuchen, ihnen zu helfen. Ja, deswegen zerstören wir doch das Herz. Meine Güte, hört mir doch zu. Ich würde sie erlösen. Mahira tätschelt Travingor mal über den Arm. Der Herr Rafim hat durchaus recht. Wir müssen tatsächlich das Herz zerstören. Diesen armen Gestalten hier ist nicht mehr zu helfen. Nun, das ist wohl mit dieser Prüfung der Mitleidlosigkeit gemeint. Es widerstrebt mir wirklich sehr. Während ihr weitergeht, könnt ihr erkennen, wie ihr dort nach und nach auch Hisindegeweihte hängen seht. Mit ihren blutigen, zerfetzten Roben. Gänseritter in ihrem Orange, Chorgeweihte in ihrem Rot. Als würden sie euch herausfordern. Passt sie nicht an. Sollten wir sie nicht begnadigen. Du siehst einen weiteren Tierkrieger, der dort hängt. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen Wolf, sondern um einen Mammut. Aber definitiv ein Tierkrieger. Warum sind das genau die Gestalten, die uns so ähneln? Ein Was Wilder? Glaubt ihr wohl? Ritter des heiligen Herdfeuers? Man will uns herausfordern, gibt dem nicht nach. Es ist eine Prüfung der Seele. Wir haben aber unser Ziel. Wir müssen es erreichen.
vorwärts. Ihr kommt an eine Gabelung und könnt tatsächlich so etwas wie einen Wegweiser erkennen. Wieder einmal ein Mensch mit zwei herausgerissenen Armen und in diesen herausgerissenen Armen an Ketten aufgehängt, dann diese Wegweiser. Die eherne Schlacht oder der heilende Quell, der Platz der Heilung. Zumindest kann das Mahira Sabamoshde erkennen, denn es steht dieses Mal nicht auf Selemia, sondern auf Zayat dort angepinnt. Ich lese die Inschriften meinen Gefährten vor. Eherne Schlacht, Platz der Heilung. In Anbetracht dessen, wo wir sind, würde ich das Schlechte vorziehen. Denke hier auch. Gibt es keine Heilung. Das ist eine Gaukelei. Sollten zur Eherne Schlacht gehen. Vorwärts. So biegt ihr auf die Linksseite ab und folgt dann dem Lärm. Dem Schlachtgetöse, was immer lauter und lauter wird. Bis ihr dann in einen kleinen Talkessel kommt, wo ihr von vielen verschiedenen Seiten das Massaker erkennen könnt. Nicht nur menschliche Krieger, die wund und abgerissen aussehen, die seit Ewigkeiten kämpfen, sondern auch Flammenschädel und Mantikore, die von oben herabstoßen, zerfetzen, Köpfe abreißen. Ein pausenloses Gemetzel, Klingen, Pfähle, die aus dem Boden wachsen und von unten die unschuldigen Opfer erdolchen, zerstoßen. Ungeheuer, die von der anderen Seite herunter stoßen und dann unter ihren riesigen Hufen andere zermalmen und Ungeheuer, die zerreißen, zerstampfen. Ihr könnt weitere grobe Riemen erkennen, die jetzt wieder auf euch begierig warten. Was wollt ihr tun? Wo ist denn nun dieser Turm? Ihr könnt den Turm eigentlich immer erkennen, wie er dort aus dem, ja, dort herausragt. Er ist riesig groß. Ein Hornturm, ein Hörnerturm. Von ihm kannst du wohl, umkehren. Könnt ihr wohl einige gefesselte Seelen erblicken, die in großer Entfernung dann um ihn herum wirren. Aber es wäre meine Aufgabe zu erfüllen, Trafiko. Also ihr könntet durch das Schlachtfeld hindurchbrechen und auf der anderen Seite käme man sicherlich in die Richtung dieses Hörnerturms. Oder ihr wählt den Rückzug zum Platz der Heilung. Auch das wäre möglich. Ich finde, wir sollten abstimmen, jetzt wo wir hier uns auf halber Strecke eventuell befinden. Unsere Aufgabe ist ja, die Sindegeweihte zu schützen vor allen Dingen. Vor allen Dingen ist unsere Aufgabe, diese Globule zu zerstören. Ja, aber für welchen Preis? Dies hier ist eine Seelenprüfung. Wenn wir stark im Glauben sind, werden wir über dieses Schlachtfeld schreiten können, ohne dass uns etwas widerfährt. Der blutige Nepp fängt an zu lachen, hat wohl eben noch seine Augen nach oben gedreht gehabt, sodass nur noch das Weiß zu sehen war. Und während er anfängt zu lachen, rennt er über das Schlachtfeld und verschwindet in einem blutigen Dampf. Vielleicht sollten... Ist er jetzt gerade im blutigen Dampf aufgegangen oder ist er im blutigen Dampf reingelaufen? Er läuft in diese Menschenmasse, in diese Kriegermasse, so nenne ich sie einfach mal, schlachtet sich dadurch zwei, drei Gegner und verschwindet dann zwischen ihnen, wo sich dann die Lücke sehr schnell wieder schließt. Also ihr könnt tatsächlich Rüstung erkennen, Speere aus dem Bosporanischen Reich, also uralt, vor allem die Sindegeweihte kann das erkennen. Einige myranische Triopten mit drei Augen, einige Magier, die dort mit Kriegsmagie um sich werfen und dann auch Leute wirklich tatsächlich in blutigen Nebel verwandeln. Also hier wird alles geboten. Aber was mit ihm genau passiert, das wissen wir nicht. Er ist irgendwo in den Menschen, also lachend über das Schlachtfeld gerannt und verschwunden. Er zeigt uns den Weg. Lege alle Lügen und Illusionen ab, denn sie hindern den Starken nur. Dann würde ich auch in das Schlachtfeld rennen. Wie? Ja. Schlachtend, wie es sich gehört. Lachend. Lachend. Ja, machen. Jeder, der mir in den Weg tritt. Auf ihm! Auf ihm verschwindet. Korea hinterher. Ja, geh mal wieder, oder? Sei eher voll und mutig. Hebe mein Schild und trete vor. Mit dem Zeig, dass man doch zu mir aufschließen könne. Bei Chor für Chor, lasst uns sehen. Und dann renne ich auch lachend los.
Ich richte ein Gebet an Naklador, den Schutzherren gegen schlimme Magie. O Meister Naklador, sei unser Schutz, dass uns nichts je kann schaden. Sei unser Wille, dass nichts uns jemals breche. Sei unser Feuer, das die Lästerer verbrenne. Sei unser Arm, der den Feind zerschmettere. Sei unser Auge, das niemals müde wachende. Sei unser Herz, das niemals zagende. Und dann, ohne noch eine Sekunde zu zögern, rennt Mahira los. Ein tiefes Grollen, was gemeinsam mit deinem Gebet vom Hörnerturm zu erklingen scheint, in einem tiefen Widerspruch. Aber was dann, wenn du anfängst zu laufen, verklingt. So steht nur noch Travigor alleine dort. Nun denn, die Götter stehen mir bei. Ich schwing meinen anderthalb Händer und folge meinen Gefährten. Unglaubwürdig lachend. Ardo und Travigor überzeugen. Ich würde während dem Rennen einen Armatrutz zünden. Ja, Feigling. Was heißt hier Feigling? Ich bin nicht blöd. Du bist ein Feigling. Korgeweihte tragen auch eine Rüstung. Travigor überzeugen. Sieht gut aus. Sieht sogar ganz gut aus. Ja. Wie viel Rüstung? Drei. Drei Rüstung. Überzeugenprobe. Ja, kommt sofort. Ich bin Söldner, gell? Ich bin schon Chor, glaube ich. Ja, aber du warst trotzdem feige. Ja. Ja. Es ist zwar nicht viel, immer mal wieder ein Reißen und ein Ziehen von irgendjemandem, der neben dir auftaucht, aber tatsächlich trifft dich wohl eher im Vorbeigehen eine große Ochsenherde. Du darfst dir deinen Dreier Rüstungsschutz anrechnen und deinen normalen Rüstungsschutz, aber es sind trotzdem sagenhafte 15 TP, die dich im Vorbeigehen treffen. Ado. Jo, das ist auch schön. Die anderen, derweil, ihr wisst nicht genau, wie ihr durchgekommen seid, während ihr dann lachend über das Schlachtfeld geschritten seid. Immer attackierend, verteidigend, vorrückend, nachrückend, das Blut euch aus dem Gesicht wischend, aus den Augenbrauen. Ihr tropft von Blut sowieso, weil ihr durch den Bluttümpel geschritten seid, aber die beiläufigen Schläge könnt ihr dann abwehren, wenn ihr euch dann, zusammenreißt und irgendwann nach Äonen seid ihr durch die eherne Schlacht und den großen Talkessel geschritten und taucht auf der anderen Seite auf. Trefferzone Kopf. Ja. Ich hatte die Probe aber geschafft, gell? Ja, mit einem Sternchen. Ich habe sie nicht erschwert. Na gut. Gut, auf der anderen Seite gibt es einen weiteren Wegweiser, der euch anhält. Platz der Heilung, auch den könntet ihr wieder aufsuchen. Oder vor euch, zur anderen Seite, die Pechbrücke. Das ist wohl erneut ein Platz der Heilung. Gib ihm nicht wir nach. Und sehen, wie sich wohl die Wolken etwas zuziehen. Und ihr überlegt noch kurz, was es denn hier für Regen gibt, ob es hier überhaupt Regen gibt. Aber wenn sich dann dieser Knochenhimmel zugezogen hat, könnt ihr tatsächlich sehen, wie sich die Wolken zusammenballen und der Tropfen dicker und zäher und wärmer wird und dann schwarzes Pech hinunterregnet.